Willkommen zurück, meine lieben Herrschaften, nach Shrouded Hill, zu meinem Let's Play Arcanum. Das letzte Mal haben wir uns hier schon ein wenig umgesehen. Wir haben einen Auftrag von Lloyd bekommen, dass wir ihm Erz bringen sollen. Schauen wir mal, können wir mit dem handeln noch? Ich glaube, das habe ich das letzte Mal schon gemacht. Schon ein Weilchen hier. Okay. Ja, ich weiß, ein großer Teil von diesem Zeug kann man nirgends verkaufen. Das muss man einfach wegwerfen, wenn man es nicht braucht. Was sehr häufig der Fall ist. Okay, also der wollte, dass wir nach Bessie zur Bessie Toon gehen, also zu dieser. Da ist noch ein Laden. Ristess Imported Goods. Naja. Wie wär's mit reingehen? Das schaut wüst aus. Aber ich glaube, der kauft so ziemlich alles. And you are goods. Ja. I'm Ristess, Importer of fine goods and rarities from the all over the world. Nowhere will you find a more incredible assortment of fantastical oddities from the four corners of Arcanum and beyond. You're looking for something specific, yes? No, I really just chanced to stop by. Fascinating. Could you answer a few questions? What can Ristess do for you? Interessant, er spricht in der dritten Person von sich. Hey, wir könnten ihm den Ring zeigen. Na gut. Interesting. I finally made piece of jewelry. What exactly do you want from Ristess? Do you know who the initials GB belongs to? I'd like to ask about the imprint of P. Schüler and Sons. Na, fragen wir noch GB. GB? No one that I know. Plus, it's impossible that someone in Shrouded Hills should own such a high-quality piece of jewelry. More likely, they'd melt it down and use it for nails. Oh, the thought. How Ristess has languished here, my friend. Okay. Fragen wir nach P. Schüler und Sons. A very important piece of this puzzle, my friend. Ristess has been very free with information, no? Was heißt with free with information? Du hast mir noch gar nichts gesagt. What have you to offer, Ristess? You've been nothing but helpful and very knowledgeable. What do you want in return? Ah, maybe you don't know as much as I'd thought. Versuchen wir es so. Ristess sees that you've never learned the graces of business etiquette. Let's cut right to the chase, then. Ristess has information you need. Ristess needs something in return. Fine, what is it you're looking for? Well, Ristess, a collector of strange and wonderful things. Perhaps there are a few objects you could add to Ristess's collection. What things are you looking for exactly? Two things, actually. If you were able to locate a camera, that technological wonder, or something of Bessie Toon's, Ristess might tell you about P. Schüler and Sons and where you might find them. Sounds fair. I return with one or both. Ja, wir werden in die Bessie Toon Mine runtergehen, weil dort finden wir etwas, was wir ihm geben können, was niemand kaufen will. Ach so, warte mal, nein, nein, warte mal, warte. Vielleicht können wir noch ein bisschen Schrott verkaufen. Der kauft nämlich so ziemlich alles hier. Do you have a moment? Nein, nein. Shall we barter? Der kauft so ziemlich, ja, seht ihr, der kauft dieses Zeug. Ah, das kauft nicht einmal er. Und die Kamera würde er auch kaufen. Und das ist
Gut, so, diese Sachen behalten wir uns noch. Das Thermometer kauft nicht einmal der. Okay, das ist lauter Zeug, was nicht einmal er kauft. Ich würde fast sagen, dass das haben wir dann in den Mistkübel. Weil das sind Sachen, die müllen uns unser. Hey, die Pistole! Um 2 Coins. Na gut, weg damit. Das Problem ist, das Zeug müllt uns alles zu. Hier. Oh, das sind einfach nur Ruben. Ja, verkaufen doch auch glatt. Da können wir dann nichts tragen mehr. So, schauen wir mal. Hast du noch irgendwas, was wir verkaufen wollen? Nein, nur unidentified robes. Wir haben 190 Goldstücke. Ich weiß, es gibt hier jemanden, der. Oh, hoch. Excuse me, sir. But I couldn't help but overhear you telling the good constable that you were the sole survivor on the EFS Zephyr. Is that true? Yes, I was. Mind your own business, sir. I'd rather not speak of it. I'm rather traumatized by the affair. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Wir sind ehrliche Leute. Yes, I was. Oh, thank heavens. Then there were survivors. Did the others come here as well? Where are they staying? There were no other survivors. I was the only one. Are you sure? The gnome looks crestfallen. My older brother, he was on the blimp. A gnomish gentleman of some years. Did you happen to see him, sir? I did meet a gnome. What did you say your name was? The name is Radcliffe, William Radcliffe. My brother's name was Preston. Did you know him, sir? His face goes pale. No, not Preston. He's silent for a moment, looking away. I see. Thank you, sir. You've been most helpful. I'm sorry for your loss. Good day to you. Ich vertraue dem nicht. Außerdem ist er Level 12. Und wir sind erst Level 3. Ich vertraue ihm sowieso nicht. General Practitioner. Da ist ein Arzt. Yes, sir. Would you mind you be, sir? I'm called Doc Roberts. Ja, was für ein Doktor. Da hinten liegt das Blut im Becken. In these parts. Who might you be? I'm Udo O'Connor. Well, Udo O'Connor, if there's nothing else, I'll be thanking you to get along. Is there any work to be had around here? Can you train me to be an expert in firearms? None. Can you train me to be an apprentice? No. This weathered old man looks you over as if appraising any potential you might accidentally possess. There might be something if you don't mind putting your hide in danger's way. In danger's way? I'm not averse to a bit of danger, provided the pay is right, oder? I prefer to stay clear of violent entanglements. Good day. Nehmen wir das Erste. Wir brauchen Geld. Word has reached me that the Bowen Gang is coming in to rob the bank. Too bad for them that my money happens to be in there too. So, what do you need me for? You didn't mention that was what the pay was. So, what do you need me for? I could use someone to watch my back, and there ain't no one worth their salt in this town. Sounds intriguing. What will you pay for my help? Well, it all depends, old O'Connor. Do you fancy yourself a magicker or a scientician? Wir sind natürlich ein Magier. I have been known to dabble in the magical arts. I'm partial to the ways of.
I try to walk the middle ground, as it were. Nein, wir sind magisch begabt. I happen to have come into the possession of a magical sword a while back. Das klingt gut. Some fool tried to threaten me with it, and I was forced to show him the error of his ways, if you know what I mean. If you were to back me up when the trouble starts, I'd give it to you afterwards. Magisches Schwert klingt gut. I'm intrigued by your offer. What would I need to do? Meet me in front of the bank. I'll be keeping an eye out for the trouble to start. When it does, I'll expect you by my side. I'll see you there then. Okay. Na gut. Ich glaube, der Trouble startet, wenn wir dorthin gehen. Schauen wir mal. Warte mal, was ist denn das? Achso, sind die. Menschen, Doc wants you to help him step in. Bla 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 bla. Okay, das vom Ristess haben wir schon angenommen. Wieso haben wir das nicht angenommen? Ich dachte eigentlich schon, dass wir das angenommen hätten. Oh, Schuhe. Gebrauchte Schuhe. Haben wir schon Schuhe? Weiß ich gar nicht. So, auf jeden Fall hauen wir das ganze Zeug weg, was wir nicht brauchen. Und das brauchen wir echt nicht. Geht das so? Brauchen wir das Thermometer? Ich glaube nicht. Es gibt irgendwelche Rezepte, wo man das Thermometer braucht. Damage Reduction plus 5 und da haben wir Damage Reduction plus 1. Also die brauchen wir eigentlich auch nicht. Obwohl vielleicht für den Virgil kann es sein. Virgil, hast du schon Schuhe? Nö. Ha, jetzt hast du Schuhe. Sehr gut. Ja, genau. Ich glaube, hier können wir überprüfen lassen. Unser magisches Zeug. Knackig. Let us treat you, lady. I need apprentice training. And can you identify something for me? 100 Goldstücke, bist du wahnsinnig. Magic Chainmail. Okay, gut. Das auch 100 Goldstücke. So, vielleicht, warte mal, vielleicht kauft sie uns was ab, damit wir uns noch das zweite, was zweites anschauen können. Vielleicht kauft sie uns diese Dinge hier ab. Yep. So, 100 Goldstücke. Können wir sie mal fragen? Ob sie uns das noch identifizieren kann. Ein Charm Traveler's Coat. Das klingt gut, das könnten wir anziehen. Gut. Hat das einen höheren Rüstungsschutz? Und das schützt uns auch vor anderem Zeug. Gut, passt. Ja, den Helm werden wir uns nachher anschauen.
Den gehen wir jetzt mal üben. Er soll diesen Helm ruhig aufsetzen. So, na dann. Schauen wir mal zur Bank. Ja, das Laufsystem hier ist ein bisschen seltsam. Also das von A nach B kommen System. Es ist nicht unbedingt sehr, wie sagt man, bedienungsfreundlich. So, da ist die Bank, gell? Na dann, zur Bank. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, so zu gehen. Vielleicht würde es sogar eher Sinn machen. there you are. Are you ready to throw in with me? I haven't seen the boys roll into town yet. But that doesn't mean they ain't already here. Na klar, wir sind fertig. Huch. Damn, they slipped inside somehow. Let's put this fool 6 feet under, boy. I'm with you. Na dann. Okay. Zuerst schlagen wir mal so. Sie sollten hoffentlich in einer Reihe sich aufstellen, dass wir zumindest ein oder zwei in der Dings erwischen. Ah, das war außerdem dumm. Ich hätte Agility of Fire zuerst zaubern müssen. Dumm. Dumm, 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 dumm. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Was ist jetzt? Ja, genau. Hast schon recht. So, ich überlege gerade, die stehen so dumm, wir stehen super da für diese, für die Feuerwand. Ja, ist wurscht, machen wir das da so. Huch, seine Rüstung ist kaputt. Ha, da hilft uns ja wer. Hey, lass die arme Frau in Frieden. Ah, du sollst nicht dich treffen, du sollst den da treffen. So. Gut, wir greifen den an, weil der da drüben... Ja, getroffen. Der da drüben brennt eh langsam ab. Critical Hit. Okay. So. Ja, das Spiel leckt total. Das gibt's ja wohl nicht. Ein uraltes Spiel und da macht das sowas. So. Wie kann ich den erwischen? Noch eine Wand. So. Yay, Schuss und Treffer. Huch. Der ist so doof. Wenn er da rausgehen würde aus der Wand, dann würde es ihm besser gehen.
Wir sind ziemlich unfähig. Die Bankangestellte trifft besser als wir. Haben wir ihn. Wie oft durchbohrt er ihn mit Schüssen? Okay, ich glaube, das Spiel hängt schon wieder. So, na dann. Kaputte Dings. Und ein alter Revolver. Na, wer weiß, ob wir den vielleicht nicht noch brauchen. Zum Verkaufen zumindest. Ein Rusty Dagger. Vergiss es. Das nehme nicht einmal ich mit. Spiel. Könntest du das bitte lassen? Und nicht hängen? Du hast auch eine Knarre. Super. Aber die kann man beim Ristess verkaufen, die Knarren. So, Doc. Wie schaut das aus? Hey, wir sind gestiegen ein Level. Oh yeah, he scratches his head. I owe you something, don't I? Well, here you go. And I don't have much experience thanking people, but thanks. Okay, pleasure doing business. Well, I'll be seeing you around, perhaps. Good luck. Good day to you. Na schauen. Wir haben ein neues Schwert. Enchanted Sword. Könnten wir das bitte in die Hand nehmen? Ach Gott, du dummes Spiel. Quality Sword? Ah, das ist das Enchanted Sword. Ja. Okay, soll sein. Und wir sind ein Level gestiegen. Hurra! So, was sollen wir machen? Einen Punkt können wir setzen. Wir könnten auf Melee gehen. Wir könnten auf Zaubern gehen. Das Wasser, Purity of Water, ist vielleicht ganz nett, wenn wir in der Stadt sind. Weil da wären wir schöner und die Leute mögen uns mehr. Alle anderen sind da eh nicht so wichtig. Was ist das? Constitution erhöhen. Na, ich glaube, wir sollten zunächst einmal Dexterity 9. Wir haben Dexterity 9. Wir sollten da mal auf Melee 2 gehen. Oder auf Persuasion 2. Nein, dafür brauchen wir Charisma 9. Das werden wir jetzt machen. Persuasion ist nämlich auf jeden Fall wichtig in dem Spiel. Mhm.
So, Aufgabe erfüllt. Yes. Wir werden gemocht. Gut, na dann. Schauen wir mal. Gehen wir mal daher. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Und dann gehen wir Richtung Bessie-Toon-Mine. Oh, Jungles Enchantments. Mal schauen. Unlocked? Ja, dann geh halt rein. Wenn sie unlocked ist. Hey, ein Halbling-Zauberer. Halblinge haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen. And you might be? I'm Jungle Dunn, learned wizard and alchemist. If you've a problem in Shrouded Hills of a magical nature, I'm the person to see. You've caught me at a bad time, friend. Perhaps we could speak later. It's a pleasure to meet you. Might I be of assistance? Well, perhaps. I have a problem here in Shrouded Hills of a most delicate nature, strictly confidential, if you get my meaning. Of course, might I ask you a few questions about it? Certainly. I would like to receive apprentice training. Wohin überhaupt? Heal and persuasion. Hey, persuasion. To fulfill that request, I will need 88 coins. Okay, haben wir nicht. I am afraid not. Perhaps you can answer a few questions. What's the nature of your problem, Mr. Dunn? Well, he leans towards you, looking around secretively. There's a conspiracy here in Shrouded Hills, a dark plan full of mystery and intrigue. Interesting. And exactly what seems to be going on? This whole town is out to get rid of me. They've been brainwashed by that Constable Owens, and now it's only a matter of time before I'm forced to leave. I see. What has Constable Owens done to you? What has he done to me? The man has endangered the natural balance which allows me to put bread on my table. Do you have any idea what the presence of this bloody steam engine does to my magical abilities? No, what are you talking about? That blasted technological gadgetry. It upsets the flows by which I perform my miracles of magic and alchemy. Magic and technology are very different. Magic works against the laws of nature, while technology is very dependent on them. So, that machine makes it difficult to cast spells and do my experiments. Business is bad. Okay, that's a shame, especially in such a big city like Shrouded Hills. The sarcasm is lost on him. Yes, if only there was someone to do something about it. He throws a hooded glance your way. What exactly are you proposing? His voice lowers. If you could find a way to disable that infernal machine, I might be able to part with a couple of healing potions. What do you say? Lieber wäre mal, wenn du mich zum Apprentice machen wirst. Ein paar Healing Potions ist aber nicht viel. Es ist zwar gegen eine bösartige Maschine und wir sind Magier, aber andererseits klingt das nicht sehr freundlich. It's a deal. Sorry, Mr. Dunn. I'll stay on the good side of the law. Wir sind gut. I see. Well, the choice is yours. Perhaps some other time. Perhaps. And good day to you. Wenn mich der Constable sehr angeht, dann vielleicht. Okay. Bei kaufen können wir bei dem jetzt eh nichts, wir haben eh kein Geld. Na gut, Herrschaften, bevor wir weitergehen, zur Bessie Toon. Da ich weiß, es gibt da noch weitere Häuser, die wir noch nicht angeschaut haben. Da,
Da waren wir schon. Oh ja. Da waren wir noch nicht. Da ist der Riss. Achso, da hinten wollen wir auch noch nicht schauen. Da hinten geht es auch weiter. Wow. Ganz schön viele Gegenden. Da in dem Haus haben wir auch noch nicht. In dem Haus auch noch nicht. Da ist die Mine. Noch sehr was. Sehr ganz schön groß noch. Na gut, bevor wir weitermachen, Herrschaften, an dieser Stelle hören wir auf für heute. Wir haben wieder einen Auftrag erfüllt, und zwar für den lieben Doc Roberts. Schauen wir mal, was das nächste bringt. Und wir haben auch noch einen weiteren Auftrag gekriegt, um in die Bassitun zu gehen. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir noch ein paar Aufträge für die Bassitun. Scheinbar ist das ein etwas größerer Dungeon, durch den wir da müssen. Okay, ich weiß schon, dass es ein Dungeon ist. Größer weiß ich jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass es sonderlich groß ist, aber immerhin. Na gut, Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.